Mit den Surface Tablets wollte Microsoft den Platz zwischen Samsung und Apple im vergangenen Jahr mächtig einheizen. Doch das Gerät blieb hinter den Erwartungen zurück und wurde ein Ladenhüter. Nun will Microsoft mit der zweiten Version alles besser machen und Windows auch auf dem Tablet zum Erfolg führen. Ob das gelingt? Wir sagen es Ihnen. Das Surface 2 ist ein ziemlicher Brocken. In der Länge misst es fast 28 cm und mit 676 Gramm ist es alles andere als leicht. Dafür ist der Bildschirm richtig groß. Das 10,6 Zoll Display schafft im Gegensatz zur ersten Generation Full HD Auflösung, was vor allem Filmfans freuen dürfte. Da hat Microsoft richtig nachgebessert. Um die vielen Pixel flüssig darzustellen, braucht das Surface 2 jede Menge Rechenpower. Die liefert ein pfeilschneller Vierkantprozessor, dem 2 GB Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Je nach Ausführung hat das Gerät 32 oder 64 GB. Wem das noch nicht genug ist, der kann via MicroSD-Karte den Speicher um 64 GB erweitern. Damit spielt Microsoft absolut in der Top-Liga. Doch nicht nur im Inneren hat Microsoft viel verändert, auch am Design wurde ordentlich gefeilt. Das Magnesiumgehäuse fühlt sich wertig an und ist in einem edlen Silber gehalten. Praktisch ist der Ständer auf der Rückseite, der sich in zwei unterschiedliche Positionen ausklappen lässt. Dadurch kann das Tablet beispielsweise wie ein Laptop auf den Schoß gestellt werden. Schon beim Vorgänger war nicht das Gerät das Highlight, sondern das dazu passende Zubehör. Auch bei dieser Generation hat sich Microsoft nicht lumpen lassen. Dank der magnetischen Schutzhüllen mit eingebauter Tastatur und Trackpad kann man auch unterwegs prima arbeiten. Toll sind auch die zahlreichen Anschlüsse. Neben einem Mini-HDMI-Ausgang gibt es auch einen vollwertigen USB-3-Anschluss. Damit kann man beispielsweise die externe Festplatte direkt an das Tablet anschließen und muss nicht erst den Umweg wie bei anderen Geräten über den PC gehen. Praktisch ist die vorinstallierte Office Suite. Wer im Büro mit PowerPoint, Excel oder Word zu tun hat, kann unterwegs gleich weiterarbeiten. Der größte Nachteil von Surface 2 ist nach wie vor die Software. Denn wo Windows 8.1 draufsteht, ist in Wahrheit nur eine abgespeckte Version drin. Wer glaubt, wie am Desktop-PC jedes Programm installieren zu können, liegt falsch. Software gibt es nur im Windows Store. Der hat zwar im letzten Jahr echt aufgeholt, im Vergleich zu Apples und Googles Softwareangebot ist der aber echt mau. Auch bei den Kameras besteht Nachholbedarf. Sie sind zwar besser als beim Vorgänger, doch vor allem bei Nahaufnahmen fehlt es der Rückkamera an Schärfe. Für gelegentliche Schnappschüsse mag das ausreichend sein, doch Hobbyfotografen dürften damit keine Freude haben. Auf mobiles Internet müssen Surface-Nutzer verzichten. Derzeit gibt es nur eine WLAN-Version zu kaufen. Eine LTE-Version soll erst im Jahr 2014 folgen. Das Surface 2 zeigt, dass Microsoft nun endgültig in der Tablet-Welt angekommen ist. Fürchten müssen sich die Konkurrenten Apple und Samsung allerdings nicht. Zwar liegt das Gerät trotz der enormen Größe gut in der Hand und auch die Verarbeitung ist sehr edel, allerdings ist das Softwareangebot eher mau. Wer nur spielen und surfen möchte, sollte lieber zu einem iPad oder einem vergleichbaren Android-Tablet greifen. Wer auf seinem Tablet hingegen wirklich arbeiten will, dürfte das Surface 2 mit seiner ansteckbaren Tastatur lieben. Das lässt sich Microsoft jedoch einiges kosten. Das Gerät gibt es ab 429 €.